In Vielfalt geeint lautet der Wahlspruch der Europäischen Union. Vom Vorhaben einer friedlichen Vielfalt der 27 Mitgliedstaaten in einem Europa der Vaterländer ist heute nicht mehr viel übrig. Die EU entwickelt sich zu einem undemokratischen Zentralstaat, in dem Österreich seine Freiheit und Neutralität verliert. Gegen den Willen der Bevölkerung werden Atomenergie und Gentechnik weiter vorangetrieben. Dafür zahlt Österreich im EU-Vergleich viel zu hohe Beiträge und muss sich an milliardenschweren Rettungsschirmen für Pleitestaaten wie Griechenland beteiligen. Die Bürger haben den Eindruck, dass die Politik in vielen Bereichen des täglichen Lebens gerne den Sparstift ansetzt, für die EU jedoch immer Geld parat ist. Zu Recht? Die Eurokraten wollen uns weismachen, dass mehr Europa notwendig ist und dass mehr Europa mehr Geld braucht. Sie wollen sich einfach nicht mit dem Gedanken befassen, dass wir unter Umständen weniger Europa wollen und dass wir daher auch weniger Geld zahlen sollen. Die EU muss genauso sparen wie alle in Zeiten der Krise. Glühbirnenverbot, Gurkenkrümmung und jetzt die Wasserrichtlinie. Wie viele sinnlose Vorschriften aus Brüssel erwartet die Bevölkerung noch? Ja, erinnern Sie mich nicht an diesen Schwachsinn. Es ist ja tatsächlich so, dass diese Zentralbürokratie in Brüssel in irgendeiner Art und Weise wild geworden ist, paranoid fast und einen Reglementierungswahn entwickelt hat, der offenbar schrankenlos ist. Wir werden uns aktiv dagegen zur Wehr setzen müssen. Die FPÖ fordert ein Europa der Vaterländer anstelle eines Bundesstaates, der von Brüssel gelenkt wird. Wie viel Nation ist angesichts der abgetretenen Rechte an die EU überhaupt noch möglich? Ja, uns muss klar sein, dass der Reichtum Europas ja in der Vielfalt seiner Nationen und Kulturen besteht. Und die Erhaltung dieser Nationen, dieser Kulturen, der Hochsprachen, der Literatur, das ist das, was Europa geistig ausmacht. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu ist es notwendig, dass wir diesem Zentralisierungswahn Einhalt gebieten, dass wir eben nicht die Vereinigten Staaten von Europa zulassen, sondern so etwas wie die konföderierten Staaten von Europa. Eine Konföderation freier Staaten, möglichst souverän, möglichst solidarisch, nach innen hin liberal und föderativ, nach außen hin stark in der Vertretung der europäischen Interessen in der Welt.